Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frastanz Aktuell. Freuen Sie sich auch diese Woche wieder auf interessante und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ein Ziel, das wir alle haben, ist es, Corona bald in den Griff zu bekommen. Einen Beitrag dazu leistet die neu eingerichtete Corona-Teststation im Adalbert-Welte-Saal in Frastanz. Wir haben mit Bürgermeister Walter Gohm über diese neue Teststation gesprochen. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Der Bikesi. Seit dem Montag, am 8. Februar, gibt es in Frastanz eine Corona-Teststation. Und zwar da hinter mir im Adalbert-Welte-Saal. Dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr, so steht so an der Tür, kann man sich da mittels Antigentest kostenlos testen lassen. Wieso Frastanz also eine Teststation gekriegt hat, erfahren wir jetzt vom Bürgermeister Walter Gohm. Bürgermeister Walter Gohm, danke, dass du Zeit genommen hast für das heutige Interview. Frastanz hat eine eigene Teststation gekriegt. Wie ist das zustande gekommen? Ja, wir haben ein Gespräch geführt mit dem Apotheker, mit dem Tobias Gut. Wir haben mit der Frastanzer Ärzte vorab ebenfalls ein Gespräch geführt und wir haben gemeinsam die Idee entwickelt, auch mit den Vertretern aus der Wirtschaftsgemeinschaft draussen und nach vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass wir in Frastanz für Frastanzer und Frastanzerinnen eine Teststation da im Adalbert-Welte-Saal anbieten möchten. Wir haben das dann noch abgeklärt mit der Landeswarnzentrale und auch mit dem zuständigen Landesrat Gantner und wir haben dann am Freitag kurzfristig die Möglichkeit gekriegt, eine Teststation da im Adalbert-Welte-Saal zu mir richten. Da sind wir sehr froh darüber, dass wir jetzt immer am Montag, am Mittwoch und am Freitag zwischen 4 und 7 Tests abnehmen können und diese Antigentests, die ja für viele Sachen vorgeschrieben sind, sowohl für Grenzgänger, aber auch als Zutritt bzw. Eintritt für körpernahe Dienstleister, dass wir das da auch anbieten können. Wenn ich jetzt einen kostenlosen Antigentest in Frastanz machen möchte, wie komme ich da zum Termin? Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um zu einem Termin zu kommen. Die eine Möglichkeit ist, dass man über dieses Internetportal, wo unter vorarlberg.at zum Aufrufen ist, einen freien Termin, der drinnen ist, bucht. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass man über die Hotline von der Landeswarnzentrale sich einen Termin bucht, wenn man keinen Zugang zu Internet hat, beziehungsweise wenn man nicht über ein Smartphone oder über einen PC diese Möglichkeit wählen möchte. Jetzt ist ja so eine Teststation ein großer Aufwand, personell auch Sachen. Haben wir das im Griff? Ja, wer die Gemeinde Frastanz kennt, der weiß, dass wir das im Griff haben. Wir haben super tolle Leute bei uns in der Verwaltung. Und das freut mich sehr, wir haben einen Aufruf gemacht über Social Media. Es haben sich wahnsinnig viele gemeldet, die sich da wirklich in den Dienst der guten Sache gestellt haben, ehrenamtlich, freiwillig gemeldet haben. Es sind alle Ärzte aus Frastanz dabei, es ist Pflegepersonal aus dem Sozialzentrum mit dabei, es sind Leute vom mobilen Hilfsdienst und vom Krankenpflegeverein dabei, es sind ausgebildete Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die sich gemeldet haben. Es gibt Leute, die sich für die Administration gemeldet haben. Es gibt Leute, die Hilfsdienste da machen, dass alles rund läuft und kontrollieren, dass die Abstände eingehalten werden. Also wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, wo da entstanden ist und das innert kürzester Zeit, was mich persönlich sehr freut, dass man wirklich auf Fraschner und Fraschnerinnen erzählen kann, wenn es darauf ankommt, dass man zusammenhebt und dass man wirklich schaut, dass man für die Bevölkerung von Frastanz ein sehr gutes Angebot bieten kann. Wenn ich jetzt einen Termin habe für eine Testung und ich zum gewählten Zeitpunkt dann da im Adalbert-Welte-Saal erscheine, wie ist denn noch der Ablauf?
Ja, der Ablauf ist, dass über die Anmeldung die Registrierung erfolgt. Wenn es einen Termin gibt, dann hat man einen Barcode dabei oder eine Nummer dabei. Wenn man sich nicht registriert hat, dann wird er da registriert. Dann wird er zu einer dieser zwei Teststationen zugewiesen. Dann geht er wieder raus und sobald der Arzt bzw. derjenige, der den Test abgenommen hat, die Bestätigung auf den Vermerk aufgetut, ob er positiv oder negativ ist, wird das über das System erfasst und er kriegt, ich sage jetzt innerhalb von circa einer halben Stunde, hat er dann die Information auf dem Handy drauf, sofern er eine Mobiltelefonnummer AG hat bei der Anmeldung. Wenn er das nicht hat, dann kann er natürlich da warten und dann kriegt er die Information da gleich vor Ort. Also kann man sagen, ist jeder, der da getestet Konto registriert bzw. angemeldet? Nein, es ist nicht jeder registriert, es hat sich auch nicht jeder angemeldet. Möchte auch dazu sagen, wir verschicken natürlich auch niemand. Also jeder, der grundsätzlich bereit ist, einen Antigentest zu machen, kann das da bei uns machen. Der Idealfall ist die Anmeldung übers Portal. Es erleichtert es uns natürlich bei der Anmeldung, aber es ist natürlich jeder andere auch herzlich willkommen. Er nimmt dann vielleicht ein paar Minuten Wartezeit in Kauf oder muss er in Kauf nehmen, aber wir bemühen uns natürlich, dass jeder, der bereit oder die Bereitschaft mit sich bringt, sich testen zu lassen, dass wir den auch testen können. Und wir möchten natürlich auch ein Angebot bieten, ganz speziell auch für die älteren Freistanzerinnen und Freistanzer, dass die eigentlich sehr einfach die Möglichkeit haben, zu so einem kostenlosen Antigentest zu kommen, ohne dass sie Fahrten nach Feldkirch oder wo immer eine in ein großes Testzentrum auf sich nehmen müssen. Ja, eine ganz tolle Möglichkeit, die Freistanz da geschaffen hat, für Leute, die vielleicht der Weg in ein Testzentrum nicht so leicht auf sich nehmen können. Die haben da also, ich wiederhole es gerne nochmal, Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit, mittels kostenlosem Antigentest sich auf Corona testen zu lassen. Nützen die Gelegenheit da im Adalbert-Welte-Saal in Freistanz. In einer Welt ohne Virus würden dieser Tage überall lichterloh die Funken brennen. Doch dieser Brauch fällt heuer leider aus. Mit etwas Glück können Sie sich jedoch einen Funken to go sichern, der von Lehrlingen der Lehre im Wallgau für einen guten Zweck gebaut und im Genussladen nach Vorbestellung bis zum 20. Februar abgeholt werden kann. Jetzt wünschen wir Ihnen aber gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Freistanz aktuell. Das Coronavirus ist schuld, dass heuer leider sämtliche Faschingsveranstaltungen in Freistanz ausfallen müssen. Um dennoch etwas Farbe in den Alltag zu bringen, fand am Sonntag die Narrenmesse statt. Wir waren vor Ort und durften die gelungene Messfeier für Sie festhalten. Thank you.
Grüß Gott und guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr alle da sind zu unserem Gottesdienst heute am Faschingssonntag unter dem Motto Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Seit letzter Woche ist es wieder möglich, dass man zum Friseur geht, aber ich habe bis heute noch keinen Termin gekriegt. Das einzige Glück, was ich habe, ich kann wahnsinnig schnell tun. Das hätte es nicht sein sollen. Wir haben uns überlegt, dass wir den Faschingssonntag trotzdem miteinander feiern. Ein bisschen einfacher, ein bisschen schlichter, aber ganz bewusst auch unter dem Motto, es gibt immer einen Grund zur Freude, einen Grund zur Dankbarkeit, vor allem auch aus unserem gemeinsamen Glauben an Gott, der in unserer Mitte ist. Und ihn dürfen wir miteinander begrüßen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest in dieser Stunde und jeden Tag. Herr Jesus Christus, wir haben nicht immer Grund zum Lachen und Ausgelassensein. Oft aber sind wir dabei selber schuld. Herr, erbarme dich. Wie oft sind wir Spielverderber und Spaßverderber und meinen dabei sogar, dass es richtig sei, den bitteren Ernst des Lebens zu betonen. Christus, erbarme dich. Verzeih uns, wo wir Freude und Lachen verdorben haben. Herr, erbarme dich. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Gloria, Ehre sei Gott, Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Weckt die Freude auf, jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Antlitz mit Jubel. Rasch weckt die Freude auf, falls sie noch schläft in deinem Herzen. Erst einmal wachgerüttelt und aufgeweckt, belebt sie die Fantasie, schenkt sie uns Kraft und Schwung, spornt sie uns an. Die Freude liebt es, geweckt zu werden, wenn sie noch schläft oder gemächlich vor sich hin träumt in unseren Herzen. Während wir schon längst erwacht und aufgestanden sind, Freude öffnet unsere Augen für die Geschenke Gottes, den neuen Tag, die eigene Kraft, für die Freundlichen und Zuverlässigen an unserer Seite. Worte der Lesung. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Herr, dein Wort gibt uns Leben. Halleluja, Halleluja, deine Der Herr ist mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Freut euch, die ihr jetzt Hunger habt. Gott wird euch satt machen. Freut euch, die ihr jetzt weint. Bald werdet ihr lachen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder,
Wir haben uns eine Zeit lang überlegt, was wir machen sollen. Einfach wirklich den Fasching ganz ausfallen lassen oder doch zumindest ein bisschen diese Faschingsfreude mitzunehmen. Ich habe letztes Jahr in meiner Predigt gesagt, dass in der ganzen Bibel, trotz dieser fast 2000 Seiten, die es in den meisten Ausgaben hat, nur 20 Mal das Wort Lachen vorkommt. Und übrigens im Neuen Testament nur ein einziges Mal. Kann das sein, dass deshalb nichts davon drinsteht, weil Lachen eigentlich so selbstverständlich sein soll, wie das Atmen, wie das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen? Und das Lachen zu einem gläubigen Menschen auch wirklich dazugehört? Warum hätte Gott sonst das Lachen in seine Schöpfung eingebunden? Und so wollen wir auch heuer, auch wenn heuer manches ein bisschen anders ist, manches nicht sein kann, in diesem Fasching, in diesem Gottesdienst, hoffentlich auch ein bisschen lachen können. Und ich habe mich wieder ein bisschen umgeschaut nach Geschichten, die vielleicht so passiert sind, und wenn nicht, dann werden sie wenigstens entsprechend weitererzählt. Da heißt es zum Beispiel in einer Geschichte, dass ein Pfarrer im Religionsunterricht die Schüler gefragt hat: Was müsst ihr zuerst tun, damit euch eure Sünden vergeben werden? Zuerst war es ganz still. Und dann hat einer der Schüler aufgezeigt und hat gesagt: Herr Pfarrer, zuerst müsste man sündigen. Aufstehen, mein Junge, hat der Mama ihre Burg geweckt. Du musst die Kirche. Der aber hat sich Decke über den Kopf gezogen und hat gesagt: Ich mag aber nicht. Warum nicht? Ja, der Gottesdienst ist immer so wahnsinnig lang und Predigt ist langweilig und die anderen Leute der Kirche mögen mich auch nicht oder ignorieren mich. Trotzdem, hat Mama gesagt, du gehst jetzt sofort die Kirche. Aber warum muss ich unbedingt die Kirche, wenn ich nicht mag? Weil du der Pfarrer bist. Nach dem Mess daheim hat der Papa sich aufgeregt über den Gottesdienst. Predigt sei genauso lang und langweilig sie. Der Organist hat fürchtig schlecht gespielt und der Chor hat wahnsinnig schlecht gesungen. Aber Papa, hat da der kleine Bub gesagt, die Vorstellung ist doch gar nicht so schlecht gewesen für die 20 Cent, wo du ins Körbchen geworfen hast. An Maturant ist das Seelsorgeamt gegangen, um sich dort vorstellen, und er sieht, er möchte gern ins Priesterseminar. Aha, hat man gesehen, toll. Was möchtest du einmal werden in der Kirche? Ja, Bischof oder vielleicht sogar Papst. Der hat sich gegenüber gesehen, bist du wahnsinnig? Dann hat er gesagt, warum ist das Voraussetzung? Ich hoffe mir an der Kleine Schmunzler oder lachen dürfen. Ob die Geschichten wahr sind oder nicht, weiß ich nicht, ist mir aber eigentlich wurscht. Hauptsache, wir haben der Kleine geschmunzelt. Guter Gott, du hast gesagt, dass wir mit unseren Bitten immer zu dir kommen dürfen. Darum bitten wir dich heute, dass wir nicht immer besser wissen, was andere falsch machen oder was andere an sich ändern sollten. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir ehrlich und kritisch mit uns selbst umgehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir nicht mit zweierlei Maß messen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir erkennen, dass das, was uns an anderen stört, meist ein Problem in uns selbst ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen.
Gaben Brot und Wein wollen wir auch uns selbst vor dich bringen mit all unseren Stärken und Schwächen. Nimm du uns mit diesen Gaben an und verwandle uns, damit wir immer mehr leben und wirken in deinem Sinn. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Heilig, heilig, heilig bist du unser Herr und Gott. Erde und Himmel jubeln laut und freuen sich in dir. Hosanna, Hosanna, Hosanna dir in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna dir in der Höhe. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Für die Ruhe in der Nacht, für die Sonne, die mir lacht, für die Luft, die mir den Atem gibt. Sing mit mir ein Halleluja. Ein Dankeschön, denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Für die Freunde, die ich hab, für die Liebe jeden Tag, die mir immer wieder neu geschenkt. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken da liegt Segen. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen. Und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breitmachende Etwas, das sich ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Ewiger Gott, in jedem Gottesdienst erfahren wir, dass du an unserer Seite stehst, auch wenn unser Leben oft alles andere als vollkommen ist in deinem Sinn. Dein Bei-uns-Sein ist doch der tiefste Grund unserer Lebensfreude, die du uns schenkst. Für dieses Geschenk danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Ja, freuet euch im Herrn und jubelt immer da. Komm, singet eure Jubellieder an. Ja, freuet euch im Herrn und jubelt immer da, und singet eure Jubellieder laut. Danket, danket, singt ein neues Lied, Großes hat der Herr an uns getan. Danket, danket, singt ein neues Lied, Großes hat der Herr an uns getan. Bitten wir nun gemeinsam Gott um seinen Segen. Der Herr ist mit euch. Herr, unser Gott,
Lass Freude in unseren Herzen sein. Freude, weil du unser Gott des Lebens bist. Schenk uns deinen Segen für unseren Alltag und allem, was uns begegnet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken bei allen Vertretern und Vertreterinnen der Faschingsgruppen der Gemeinde, dass ihr gleich zugesehen habt und mitgemacht habt, dass ihr da sind, dass wir ein bisschen Fasching miteinander feiern können habt. So ein Tag. Selbst der Petrus ein, der ladet uns alle ein. Wir waren auf Erden schon die reinsten Engelein. Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber bitte noch nicht so schnell. Ich wünsche euch allen noch ganz ein schöner Faschingssonntag und denken dran, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Geht hin und bleibt in Gottes Freude. Diese Woche präsentiert die Bibliothek Frastanz wieder ihren beliebten Buchtipp. Unter dem Titel Der Verein der Linkshänder stellt uns dieses Mal Ronald Beller einen spannenden Kriminalroman vor. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der persönlichen Buchtipps in der Bibliothek Frastanz. Bibliothek Frastanz bietet nebst ganz vielen Sachbüchern und Kinderliteratur auch eine große Auswahl an Unterhaltungsliteratur in den verschiedensten Formen an. Sie finden bei uns Liebesromane, gesellschafts- und sozialkritische Romane, aber auch historische Romane und Erzählungen mit viel Humor und Witz, Satiren und auch Unterhaltung im Bereich Fantasy. Ein ganz beliebtes Genre sind die Krimis und Thriller. Wer kennt sie nicht? Ein Simon Beckett, ein Wolfgang Burger, ein Andreas Gruber oder ein Sebastian Fizek.
die haben uns schon so manche schlaflose Nacht beschert. Es freut uns, heute Ronald Beller bei uns begrüßen zum dürfen. Er ist ein begeisterter Leser und ein ganz fleissiger Bibliotheksbesucher und er hat uns schon ganz wertvolle Tipps für Bücher gegeben. Der Ronald wird uns heute einen Krimi von einem bekannten schwedischen Bestseller-Autor vorstellen. Viel Spaß damit. Mit dem Bauern von E2 nach E4. Das ist so die klassische Eröffnung aus Italien beim Schachspiel. Etwas, das jeder Anfänger, so wie ich, ganz zu Beginn seiner, wenn auch schmalen Schachkarriere lernt, wie es bei mir der Fall ist. Aber sie kommt vor, und das hat mich gefreut, in dem Buch, das ich euch heute vorstellen darf, Der Verein der Linkshänder von Håkan Nesser. Und ich gebe es zu, ich bin ein alter Fan dieser nordischen Krimis mit ihren menschlichen Antihelden, mit diesen Landschaftsbildern und mit dem großen Einfühlungsvermögen, das diese Autoren zeigen. Die großen Altmeister, Henning Mankell, der leider verstorben ist, und Håkan Nesser sind diejenigen, die hier Geschichte geschrieben haben in literarischer Hinsicht. Und Håkan Nesser hat fast 70-jährig mit diesem Buch noch einmal ein Glanzlicht gesetzt. Der Verein der Linkshändler sprudelt vor spannenden Dialogen, hat zahlreiche glänzende gesellschaftspolitische Betrachtungen und zeigt auch viel tiefgründiges Einfühlungsvermögen. Aber Achtung, Nesser fordert auch den Leser, denn der Leser ist aufgefordert, einige Zeitsprünge mitzumachen und sich auch mit der detailgetreuen, manchmal vielleicht langatmigen Gestaltung des Aufbaus der Handlung zu beschäftigen. Aber die Belohnung folgt bald. Es gibt ein Wiedersehen mit Kommissar van Veeteren, diesem etwas mürrischen und bereits in der Rente befindlichen niederländischen Kommissar und, zur großen Überraschung, auch mit seinem schwedischen Gegenstück, Gunnar Barbarotti, der immer wieder mit Gott und dem Schicksal hadert, verwitwet ist und sich gemeinsam mit Eva Backmann der Polizistenarbeit widmet. Was Nesser an Dialogen zwischen dem eigentlich pensionierten Van Veeteren und seiner Lebensgefährtin Ulrike, mit seinem Altersfreund Mahler oder zwischen Barbarotti und seiner Kollegin Backmann in diesem Buch zum Besten gibt, ist wirklich lesenswert. Und da gerät manchmal fast die Handlung in den Hintergrund. Es geht tatsächlich um einen Verein der Linkshänder, bei dem 4 Angehörige am Ende einer Feier in einer holländischen Pension ermordet aufgefunden werden. Van Veeteren und seine Kollegen haben vor 20 Jahren bei diesem Mordfall ermittelt und meinten, bereits den Täter gefunden zu haben. Denn ein 5. Mitglied wird vermisst und ist mit vielen Beweismitteln konfrontiert und wird schwer der Tat verdächtigt. Viele Jahre später wird aber genau diese Person verscharrt in der Nähe des Tatortes gefunden und bald stellt sich heraus, er war es sicher nicht. Ein Ermittlungsfehler dieses Mardamer Kommissarenteams, das doch so erfahren ist? Der Stachel sitzt. Und so entschließt sich Van Veeteren kurz vor seinem 75. Geburtstag, statt die Feier vorzubereiten, sich neuerlich einem Ermittlungsteam anzuschließen. Soweit die Handlung, soweit ich sie mal erwähnen will. Man darf wirklich mit diesem Buch einige Freude haben, weil Håkan Nesser erweist sich auch hier wieder als psychologischer Feinspitz. Das war's von mir, weil alles andere gibt's in der Bücherei Frastanz, hier in diesem Buch Der Verein der Linkshänder. Viel Spaß beim Lesen. Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, bleiben Sie auch weiterhin gesund und bis bald. Musik